Es ist eine lange Tradition, dass wir nicht gelernt haben, nach innen zu schauen, auf das, was wir hier als Schöpfer produzieren, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als zu erschaffen. Aber sie wissen meistens nicht, was sie tun. Sie müssen über den meisten Lebensläufen stehen, sie wissen nicht, was sie tun. Auf den Grabstein müsste stehen, sie wussten nicht, was sie tat. Wenn wir es wüssten, würden wir nicht so viel Blödsinn machen, so viel Unfrieden, denn es ist viel Unfrieden gespeichert in uns. Das heißt, wir erschaffen meistens völlig unbewusst. Wir erschaffen den ganzen Tag durch unser Denken, unser Sprechen, unser Fühlen, unser Handeln. Und im Grunde wissen wir, dass wir manches nicht so gerne oder dass das, was wir tun, zu nicht so viel Gutem führt. Und darum möchte ich die Aufmerksamkeit lenken auf unser Innenleben und auf das, was wir seit Kindheit an gelernt haben. Denn diese Kinder stecken in uns. Ich sage, es lohnt sich hinzuschauen und sich zu erinnern, was da war. Denn in deiner Innenwelt ist alles gespeichert. Das hier ist dein Energiekörper, das ist dein physischer Körper, das ist dein feinstofflicher oder auch Energiekörper, in dem all das, deine ganze Vergangenheit gespeichert ist. Insbesondere, wie du heute darüber denkst und fühlst. Und da wir das in der Regel nicht angeschaut haben, sondern unter den Teppich gekehrt haben, keine Anleitung bekamen zum Erwachsenwerden, sind wir mit denselben Gedanken, Mustern und Überzeugungen, die wir als Kindheit angefangen haben zu übernehmen und selber zu produzieren, in ein Erwachsenenalter hinein gerutscht. Strengen uns an, Ende 20er und 30er Jahren, bis wir dann Ende 30er oder 40er und 50er Jahren von der Wand laufen. Das heißt, eine Krise, eine Krankheit, ein Konflikt oder sonst einen Mangelzustand erleben. Und ich sage, diese drei Ks, Krisen, Krankheiten, Konflikte, sind wichtig. Sie sind zum Aufwachen da. Wir wachsen durch diese Dinge. Dass wir merken, was treibe ich hier eigentlich? Es ist also eine Zeit des Wachwerdens. Der Mensch wird jetzt, wir als Menschen werden jetzt erinnert, an das Wesentliche in unserem Leben, das heißt an das, was wir wirklich von Haus aus sind. Muss man nichts glauben, aber wir alle hier, auch alle da draußen, 7 Milliarden, sind von Haus aus Liebe. Die Liebe wird bisher verniedlicht, kleines, süßes, romantisches Ding. Die Liebe ist die größte Kraft im Himmel und auf Erden und du hast sie in dir. Jetzt haben wir hier ein Herz in der Mitte unserer Brust und dieses Herz ist das Zentrum deiner Liebe, deiner Freude und deiner inneren Weisheit. Heißt, dieses Herz weiß alles über dich. Nur hört keine Sau auf das Herz, sondern auf die Birne mit ihren vielen verurteilenden Gedanken. Dieses Herz sagt dir jeden Tag, was deine Wahrheit ist, was die Wahrheit der Liebe, die Wahrheit deines Herzens ist. Und ich stelle dir 2 Fragen und du weißt in 2 Sekunden, was die Antwort ist. Frage 1, egal was du da arbeitest gerade, was du tust, fühlt sich das, was du arbeitest, angestellt oder selbstständig, fühlt sich das rund an, fühlt sich das stimmig an, fühlt sich das mit Freude verbunden an? Du musst keine halbe Stunde über den Muschelmann nachdenken, weißt du sofort. Das ist die Stimme deines Herzens. Wenn du eine Partnerschaft hast oder Single-Bar bist, kannst du dich fragen, fühlt sich das, was ich hier lebe als Single oder als Partner eines Menschen, rund, stimmig und mit Freude verbunden an? Weißt du sofort, musst du nicht nachdenken. Und die Frage ist, hörst du auf dieses Herz?